Das Aus ist besiegelt. Bundesligist Hannover 96 hat sich am Freitag von seinem Trainer Mirko Slomka getrennt. Wie der Club auf seiner Webseite mitteilte, habe man die Entscheidung gemeinsam mit dem Vorstand und Martin Kind und sportlichen Leiter Dirk Dufner sowie den entsprechenden Vereinsgremien getroffen. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber gemeinsam haben wir die Überzeugung, etwas verändern zu wollen, zitiert die Webseite Dirk Dufner. Slomka, der die 96er zuletzt zweimal in die UEFA Europa League führte, hatte eigentlich noch einen Vertrag bis 2016. Allerdings wurde nach der durchwachsenen Hinrunde und Platz 13 mit nur 18 Punkten immer mehr Kritik an Slomka laut. Eine Nachfolge will Hannover nun in den nächsten Tagen präsentieren. Ein Kandidat scheint offenbar Frank Kramer zu sein, der derzeit allerdings noch bei Greuther Fürth im Amt ist.